Hallihallo, ihr Lieben. Heute mal wieder in Quick and Dirty Verkostungsvideo eine Doppelverkostung. Wir haben hier zwei Rums mal ausgesucht, die wir euch präsentieren wollen. Warum Doppelverkostung? Nun, sie kommen aus ein und derselben Brennerei. Dieser arbeitet sowohl mit Cullum als auch mit Potstills. Der eine Rum ist auf der Potstill gebrannt, der andere auf der Cullum-Still. Dahinter steckt ein Mann, der in der Whisky-Welt recht bekannt ist, Marc Rainier. Insbesondere den Fans von Bruichladdich bekannt als derjenige, der mit einigen Freunden zusammen Bruichladdich wieder eröffnet hat, einige Jahre geführt hat und dann veräußert hat an Rémy Martin. Hat anschließend Waterford in Irland in ungeahnte Höhen geführt und hat jetzt auf Grenada, einer Karibikinsel, einer kleinen, angefangen, auch mit Rum. Auch da, getreu seinem Leitsatz Terror Matters, auch hier wird der Rum, ähnlich wie es bei Waterford ist, wie es schon bei Bruichladdich in Anfängen der Fall war, ein gebietsbezogener Rum, der von bestimmten Feldern kommt. Und ihr seht schon an dem Verschluss, kann man eigentlich schon fast ahnen, woher der kommt, weil das sind die gleichen wie bei Waterford. Und daher kennen wir auch den Trick, dass dieser nicht etwa gezogen wird oder rausgedreht wird, sondern man durch leichten Druck gegen den Korken das Ding ganz einfach öffnet. Abgefüllt sind beide Rums übrigens mit 50% und kommen in einer schreiend bunten Verpackung daher. Die Brennerei ist Dunfermline. Das ist jetzt zunächst der Cullum Still gebrannte Rum. Pure Cane Natural Rum, also aus Zuckerrohrsaft hergestellt, nicht aus Melasse. Es ist ein natürlicher Rum, da ist nichts zugesetzt, nichts verändert. Und Single Farm Origin. Dunfermline, die Farm. Und wie bei solchen Rums, die direkt aus dem Zuckerrohrsaft hergestellt werden, sehr fruchtige Noten in der Nase. Das sind schöne tropische Früchte. Ich habe Ananas im Hintergrund. Mango. Erinnert mich ein bisschen was an Passionsfrucht. Das muss aber wie über so eine Barriere drüber weg, weil im Vordergrund ist noch ein Aroma. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu beschreiben. Hat, auch wenn seltsam klingt, ein Stück weit etwas Gummiartiges. Nee, das trifft es nicht wirklich. Das ist mehr wie so eine Mischung aus einem Campino-Sahnebonbon und einem Hustenbonbon. Klingt jetzt vielleicht blöd, riecht aber echt lecker. Das ist im Vordergrund, finde ich, recht präsent. Die fruchtigen Aromen etwas dahinter, wie gesagt. Riecht lecker. Ja. Mal sehen, wie es schmeckt. Wohl sein. Interessant.
nicht mehr ganz so fruchtig, etwas floraler, etwas erdiger in den Tönen. Richtig vollmundig. Und das Fruchtige sind nur noch so leichte Sprenkel, die hier oder da aufblitzen. Bin ich noch am ehesten wieder bei der Mango. Ein bisschen Papaya. Ananas sehr zurückgezogen, wirkt aber etwas reifer als in der Nase. Finde ich persönlich jetzt ungewöhnlich, ist mir im Rumbereich so noch nicht begegnet, aber nicht uninteressant. Jetzt wird weißer Rum, aus Zuckerrohrsaft hergestellter Rum, ja gerne zum Mixen verwendet. Kann ich mir mit dem sehr spannend vorstellen, damit verschiedenen Säften zum Beispiel zu arbeiten, um die Aromen so ein bisschen herauszukitzeln oder einen Gegenpunkt zu setzen, kann sehr, sehr spannend sein. Nicht schlecht! Mal sehen, wie im Unterschied dazu der auf der Potstill gebrannte Rum ist. Bin echt gespannt, wie sich das jetzt geschmacklich bemerkbar macht, diese unterschiedlichen Destillationsweisen. Ja, es kann sein, dass es noch einen Moment warten muss, bis wir das herausfinden, weil der Verschlusskappe sich etwas widerspenstig gestaltet. So. Wenn man einmal den Trick raus hat mit diesem Glasstopfen, klappt das echt wunderbar. Also, alles das gleiche nochmal. Renegade Rum aus Grenada. Dann von Line die Single Farm, die das Zuckerrohr geliefert hat. Diesmal gebrannt. Auf einer Potstill, wieder mit 50%. Interessant. In der Nase ähnlich. Eine Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen, würde ich sagen. Und doch ganz anders. Auch hier wieder die gleichen fruchtigen Aromen, die ich in dem Destillat aus der Column Still wahrgenommen habe, die sich versteckt haben hinter anderen Aromen. Tun sie hier auch, nur die anderen Aromen sind ganz andere als in der Column Still Version. Und das ist nun echt ganz interessant. Ich könnte mir vorstellen, die Potstill Variante gefällt nicht jedem. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Masa, aber ich habe da so eine ganz leichte Schwefelnote. So, der erste Geruch, wenn ich eine Packung Streichhölzer aufmache, ganz leicht. Dann auch hier wieder sehr fruchtig. Und jetzt weiß ich, woran mich dieses Aroma noch erinnert, was ich da wahrnehme, was ich im Ansatz auch in der Column Still Variante wahrgenommen habe.
Habt ihr schon mal ein frisch angeschnittenes Blatt Aloe Vera gerochen? Dieser Saft, der dabei austritt, der nun sehr hautpflegend ist, daran erinnert mich das. Hier noch viel deutlicher als in der Collemstel-Variante. Fruchtnoten nehme ich die gleichen wahr, auch hier wieder ein bisschen Ananas, Mango, die Passionsfrucht in der Nase. Faszinierend, aber diese Grundnote doch deutlich anders ausgeprägt. Mal sehen, wie sich das im Geschmack auswirkt. Faszinierend. Potstill, Collemstel. Potstill wirkte in der Nase trotz recht ähnlicher Aromen etwas sperriger, kommt im Mund aber deutlich smoother daher. Der ist angenehmer, der ist weicher. Die Aromen harmonieren auch ein bisschen besser miteinander. Wirklich sehr, sehr faszinierend. Collemstel, floraler, frischer im Geschmack. Potstill runder, auch wenn hinten raus der Alkohol ein bisschen besser spürbar ist, aber trotzdem runder, weicher und etwas erdiger. Fruchtige Aromen, die ergänzend dazu kommen bei beiden, relativ gleich. Sehr faszinierende Erfahrung. Macht viel Spaß, das so gegeneinander zu testen. Finde ich sehr spannend. Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich irgendwie ein paar Zutaten organisiere und dann mal Cocktails damit mache. Das würde mich auch reizen, ob man das dann immer noch wahrnimmt. So macht es auf jeden Fall viel Spaß. Vielleicht ist das auch was für euch. Für 49,90 pro Flasche, 0,7 Liter Flasche, ist das sicherlich eine Sache, wo man mal drüber nachdenken kann. Schmeckt pur, schmeckt sicherlich auch im Cocktail. Macht Spaß, damit zu experimentieren. Ja, schauen wir mal, weil es gibt noch drei weitere Abfüllungen, die werden wir euch in Kürze sicherlich auch präsentieren. Aber das war schon mal ein sehr beeindruckendes Experiment. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schönen Tag wünschen wir euch noch. Habt viel Spaß mit dem, was ihr trinkt und bleibt gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.